Heute ist der Auftakt der Stiftungskonzerte. Der Hintergrund ist, dass wir in der Stiftung mitbekommen haben, dass viele Konzerte und andere Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Und im Freundeskreis der Stiftung sind Veranstaltungen geplant gewesen, die nicht durchgeführt werden können. Dann haben wir gesagt, Mensch, das bringen wir zusammen. Wir legen Geld zusammen, um dann eben Musikerinnen und Musiker Auftrittsmöglichkeiten zu ermöglichen. Und war die Idee sehr schnell klar, das muss stattfinden in Senioren- und Pflegeheimen. Denn da ist einfach nichts mehr gewesen die letzten Wochen. Und damit wollen wir heute anfangen. Geh aus mein Herz und suche Freud. Das ist das Ziel. Das Besondere ist natürlich ein doppeltes Geschenk. Das Geschenk, an die Musiker wieder live musizieren zu können in einem wunderschönen Garten, wo auf der einen Seite ein Altenpflegeheim ist und auf der anderen Seite ein Krankenhaus. Das zweite Geschenk ist das natürlich an die Bewohnerinnen und Bewohner, insbesondere des Altenpflegeheims. Sie mussten wochenlang drin sein, sie durften nicht raus. Sie waren sozusagen in Quarantäne. Und nun kommen sie raus und bekommen das Geschenk einer klassischen Musik. Für uns Musiker war es ein ganz besonderes Erlebnis, tatsächlich wieder vor Publikum zu spielen. Wir haben jetzt Wochen und Monate darauf gewartet, dass wir wieder auftreten dürfen. Und jetzt wird es heute möglich, hier an diesem wirklich schönen Ort mit der besonderen Atmosphäre für die älteren Menschen zu spielen und in ihre strahlenden Gesichter zu schauen und zu sehen, dass es ihnen auch wirklich auch was bedeutet, jetzt wieder Live-Musik hören zu können. Und es war ganz besonders schön für mich heute. Wir haben uns ein barockes Programm ausgesucht und natürlich Musikstücke gewählt, die wir selbst sehr gerne spielen. Und dann dachten wir auch noch, es wäre schön, Melodien zu spielen, die die Menschen auch kennen und gerne wiederhören. Alle, die dort saßen als Bewohnerinnen unseres Büttnerhauses und des Feierabendhauses, die konnten sich einfach fallen lassen. Und das gehört eigentlich auch dazu. Es muss jemand geben, der den Raum ermöglicht, dass man sich fallen lässt. Und es muss jemanden geben, der es auch zulässt, sich fallen zu lassen und gut aufgefangen zu werden. Die Perspektive ist einfach so, dass wir bisher schon kräftig Unterstützung bekommen haben, zum Beispiel vom Rotary Club Hannover. Und wenn wir weitere Spenden und Unterstützung bekommen, können wir diese wunderbare Idee auch in andere Einrichtungen weitertragen und noch mehr Menschen, noch mehr Musikerinnen einfach Lebensfreude stiften, spenden, schenken. Musik